So, liebe Leute, weiter geht's heute mit Bus-Simulator und wir machen heute weiter mit der Route 11. Hi Chef, immer schön ein nettes Gesicht zu sehen. Ja, das ist so. Auf einem Bildschirm. So, einmal hier noch, na, ja, brauchen wir. Gut, wir müssen hier diese halt die Route fahren. Warte mal. Irgendwie. Okay, ist nicht schlimm. Ja, bitte. Ich muss mal ganz kurz hier ein bisschen. Also, wie gesagt, fahren wir jetzt eine neue, doch eine neue Folge. Und damit herzlich willkommen zurück zum Bus-Simulator. Als falls nicht, ja, schön, dass ihr noch dran seid. So, wir müssen auf jeden Fall, unsere Aufgabe heute ist auf jeden Fall noch die Haltestelle Pieskogel Grange, also quasi die Haltestelle Nummer 2, aufzuwerten. Die muss noch auf die Stufe 5. Und wir, vielleicht schaffen wir es heute. Mal gucken. Ja, diese Aufwärterei, das hatten wir schon, glaube ich, in der letzten Folge. Wo wir die Kathedrale, das Stadtzentrum aufwerten mussten. Und jetzt müssen wir es tatsächlich schauen, dass wir es hier mit dieser Haltestelle auch hinkriegen. Mal gucken, ich glaube, ich war bei 34 Minuten oder so knapp. 34, 35 Minuten in der letzten Folge. Vielleicht muss ich jetzt hier eine neue Folge starten. Aber es ist halt einfach so. Es wird hoffentlich, wird wahrscheinlich nicht immer aufgehen, hier alle Haltestellen auf alles auf einmal durchzuziehen, aber wir versuchen es halt. Ah ja, kommt auch noch rüber, ne? Ja, Pieskogel Grange, das ist so eine Haltestelle, die oft bedient wird, die von mehreren Bussen bedient wird. Dankeschön fürs Reinlassen, das ist immer super. Und daher ist es vielleicht gar nicht so schlecht, die Haltestelle aufzustellen, dass sie die schnell aufgewertet bekommen. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie viele Folgen ich jetzt, wie viele Minuten jetzt hier heute dieser Teil, wenn dann die Folge oder dieser Teil dieser Folge passiert. Da ist schon der Kollege. Lässt er mich rein? Tatsächlich, ne? Der lässt mich überholen. Wenn der angeblich, wenn der Spot die gleiche Route fährt, das wäre super, weil dann können wir tatsächlich das Ding relativ schnell hochkriegen. Aber wie gesagt, ich weiß es noch nicht. Das liegt jetzt ein bisschen mit an euch. Wie viel damit jetzt mitnimmt. Ja, mein Gott, passiert. Was es dann erwartet, weiß ich noch nicht. Also wie gesagt, den ganz kurzen Teil haben wir schon weg. Mit den Zahltagen, mit den 7,5 Minuten. So, Pieskogel. Das ist natürlich so. Jetzt echt noch nicht auf. Nur hin bitte. Ich liebe die Sonne. Ja, ich hasse diese Haltestelle. Die sollte ja. Ja, ich muss den Rollstuhlfahrer hier lassen, weil die Haltestelle zu hoch ist. Ja, scheiße, ich war mich verdrückt. Ich wollte eigentlich einen. So. In den Bus, in den Kollegen mit. Meine Sommerferien in Sunny Springs waren schön. Ich habe ein paar alte Freunde wiedergesehen. Okay, der Rollstuhlfahrer war für ihn. Ich gucke gerade wegen der Haltestelle, dass ich die aufwerten kann. Warte mal. Also nicht. Okay, müssen wir gucken, dass wir die vielleicht nochmal angefahren bekommen. Also wahrscheinlich müssen wir diese Route, die wir hier haben. Ist jetzt nicht unbedingt auf Zeit, sondern wir hauen sie jetzt erstmal durch. Ich brauche ein neues Paar Wanderschuhe. In meinen alten laufe ich mir Blasen. Also ich gehe davon aus, dass wir hier nochmal neu fahren, ja. Das ist ein Bild, dass sich alle Haltestellen auf einmal drumherum. Dass ich viele Haltestellen drumherum, sondern dass wir. Wir fahren jetzt bewusst in einen kleinen Kreis. Ups.
langsamer fahren, weil wir sind an der Schule. Da sollte man tunlichst langsam fahren. Das gilt für die Busfahrer, das gilt auch ebenfalls für die Autofahrer. Also, wenn ihr in der Nähe von der Schule, Kindergarten, etc. seid, bitte, bitte, jetzt appelliere ich an euch, nehmt den Fuß vom Gas. Wenn ihr da ein Kind erwischt, das zieht nicht nach dem Kind weg. Ich habe meine Hausarbeit rechtzeitig abgeliefert. So, ich gucke mal wieder Mucke, den Typen. Da haben wir ein bisschen Geld gerade. Ich wollte eigentlich nicht deine Fahrkarte, sondern ich wollte eigentlich dein... Klar. Wo bist du? Augenblick. Was? Warum denn in Sunny Springs? Hier, bitte. Ah, oh, verstehe, du triffst dich mit Ben. Na gut. Grüß schön. Tschüss. Danke. Tschüss. So. Hey, gut, wie gesagt, diese Route hat ja nur sechs halt, insgesamt nur sechs Haltestellen, das hat sie aber bewusst nur, weil umso besser fahren zu lernen, kann man die Route vergessen. Was habe ich vergessen? Ich habe es doch gefunden. So. Gut, ist egal, ist nicht schlimm. So ein schöner Tag. Oh, Zack. Ne, habe ich ganz. Noch nicht ganz, aber fast. Wir sind fast Level 172 mittlerweile. So, nächster Halt, Sonnental. Da kommt die Dr. Dolch raus oder geht das ganze Ding wieder von vorne los? Das dauert jetzt natürlich alles ein bisschen. Wie gesagt, ich werde heute riesig so viel machen. Liegt auch daran, dass ich den ganzen Tag unterwegs war jetzt. Und inklusive Arbeit. Ich habe ein Mitarbeitergespräch, beziehungsweise Chefgespräch, aufgrund einiger Wünsche von mir. Ja, dann aber halt noch einkaufen und Bürgeramt. Jetzt erst Gott sei Dank kurz vor kurzem zu Hause gewesen. Ich nehme jetzt noch ein bisschen auf, werde mich dann gleich ein bisschen zurückziehen, die Folge hier noch schneiden und dann. Ja, geht's dann nochmal ins Bettchen, weil morgen früh mal, also wenn die Folge rauskommt heute. Oder gestern, wie auf Freitag. Muss ich ja wieder früh raus. Ja, Wecker geht dann um 2:30 Uhr, dann ist das ein bisschen blöde. Dann so lange zu machen. So, warte mal, 1:80 Uhr noch schnell zurück. So. Gespart, um zum Jazzfestival zu gehen. Okay, cool. Herzlichen Glückwunsch. Geh weg mit deinem scheiß Taxi. Ich Busfahrer. Herzhaft. Alles gut. So, Dr. Dolchstraße. Hier vorne und dann geht zurück zur Römerstraße. Wenn Doris nicht so alt wäre, würde ich sie wegen ihrer Pizza glatt heiraten. So, hier ist eigentlich die Schule. Es wundert mich, dass sie gerade auf 50 beschränkt ist. Nur normalerweise reicht hier auch locker an der Schule 30. Also, da ist es absolut notwendig. Und da konnte ich auch locker verstehen, dass hier welche Pizza oder so stehen, weil es ist ganz, ganz wichtig. So, alle mal raus bitte, es geht gleich weiter. Oh, wir haben sie auf 100% sogar geschafft. Also wie gesagt, natürlich ist es jetzt nicht so verlegen.
So, links an der Stelle ist die Peace, die Römerstraße natürlich. Oh, ich habe jemanden vergessen, ne? Kann sein. Chef! Psst! Psst! Hallo! Hey! Aufstehen! Mein Gott! So, mal die Tür aufmachen, damit er wieder raus kann. Den habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Ihr habt ihn gerade eingeblendet. Falsche Einbahnstraße? Ich bin überhaupt nicht falsche Einbahnstraße gefahren. Na mach! Gibt nicht. So, nächste Haltestelle. Gerade gucken, dass ich hier vernünftig rumkomme. Nicht zu schnell, nicht, dass wir wieder irgendwie Taxi mitnehmen oder irgendwas mitnehmen. Und da ist dann. Da vorne ist dann die Römerstraße. Genau, da vorne ist die Römerstraße, ja. Und da geht's wieder zurück zur Peacecoke Grange. So. Hallo, ich brauche technischen Support bei. So. Ein Fahrgast möchte eine Fahrkarte. Normale Fahrkarte einfach auf Fahrkarte 2,80 €. Klickst du zurück. Danke. So. Nur hin, bitte. Alles klar, Seniorenticket, Wochenkarte. Ja, ich gehe davon aus, dass wir zwei Folgen draus machen. Aus der Mission. So. Peace Kugel Grange. So, einmal bitte hier wegfahren. Ja, ich werde dann der Folge auch schon Ende machen. Also ich, wie gesagt, ich werde nicht, nachdem wie die nächste Mission aussieht. Wenn die nächste Mission natürlich wieder einfach ist, dann kann man sie auch noch einhauen. Aber wie gesagt, wenn es nicht, dann ist es so. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt natürlich Feierabend machen danach. Jetzt habe ich auch kein Problem mit irgendwelchen Bugs, so wie beim letzten Teil davor. So. €1000 für ein scheiß Schild, weißt du? Aber die Schilder sind teuer, ne? Ich hab's leider zu spät bekommen heute. Ich hab tatsächlich aus Versehen ein Schild angeknackst. Bin da ein bisschen mit dem Spiegel gegengekommen. Oder lag daran, dass ein Auto auf der anderen Seite stand und ich bin. Für mich das Wichtige war das Auto und nicht der Spiegel. So, okay. Kann ich da gerade ausgebaut werden? Ja, das wird jetzt noch ein bisschen dauern. Das wird sich jetzt schön noch ziehen, die Mission. Ach, gerade wie die scheiß Route. Ja, ich nehme eine Fahrkarte, bitte. Ja. Also die Haltestelle ist jetzt auf Stufe 3. Ach.
Entschuldigung, können Sie noch mal die Tür aufmachen? Ach, eigentlich nicht. Aber gut, ja, mache ich. So. Moment, ich muss doch gerade kurz mein Handy klingeln, das ist jetzt gerade ein bisschen blöde. Ruhe. Jetzt. Nicht, dass da irgendwie. Ja, Handy auf laut und let's play. So, was passiert? Da ist die Abbiegespur. So. So, einmal einsteigen. So. So, okay. Das Getreidesilo. Ja, wie gesagt, das wird definitiv eine einstellige Folge hier werden. Dann wird das also nichts ganz werden mit dem mit einer Mission pro Folge. Ist halt so. Es wird halt öfters nochmal vorkommen. Ah, ja. So, ich gucke jetzt gerade sehen. Oh, ich kann meine Rampe rausfahren. Und das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, warum ich dann. Kann ich mal ganz kurz eben mir zwei, drei Autos im Mund stecken? So, was willst du denn haben? Studententicket? Dampferkarte? Ja. Da würde ich jetzt schon mal meckern, wenn ich sowas sehe. Hier von wegen 1,80 € Ticket mit 20 Euro zu bezahlen. Habe ich dir schon vor der Woche Abschluss gehabt, da habe ich auch schon mal gemeckert. Gesagt, das mache ich nicht, geht nicht. Zu teuer. Da ich tatsächlich immer noch relativ wenig Wechselgeld im Bus habe, halt nur. Und 30 Euro oder so. Plus halt die Tageseinnahmen. Das ist nicht viel momentan, das ist so 20 Euro knapp. Kann ich nicht jedem, der jetzt ein Ticket haben will. Entschuldigung. Kann ich jedem jetzt für so ein einfaches Ticket was. Hallo? Hier sind wir jetzt verarschen. Wieso kann ich das nicht? Nein, ich bin nicht am Anfang. Hallo? Kann ich dich? Ja, tschüss. Hörst du mich jetzt gerade? Wieso kann ich jetzt gerade die Kamera nicht? Wieso kann ich gerade die Kamera nicht drehen? Hilfe! Ich weiß nicht, warum ich die Kamera nicht drehen kann. Wo bin ich gerade her? Wo bin ich denn raufgekommen jetzt gerade hier? Ich kann die Kamera nicht drehen, das ist scheiße.
Das ist ein bisschen blöd, ne? Verdammt, das ist voll ungewohnt. Das ist voll scheiße jetzt gerade, echt. Oh, Fahrgast blockiert die Tür. Geh weg. Geh weg, sonst gehst du raus. Und so darf ich das nicht. Geworden jetzt gerade. Ich kann nicht sehen, weil ich sehe nichts. Ich fahre mir jetzt komplett blind. Ich kann nicht jetzt auf die Seite gucken. Jetzt. Ich sehe wirklich nichts. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Weil ich hier gerade keine Möglichkeit habe, mit dem Stick irgendwas zu tun. Ich fahre auf der PS4 und ich kann mich gerade nicht umgucken. Mich zu verarschen? Weil er mich jetzt gerade... Bleib. Ja, jetzt geht's wieder auf einmal. Okay, gut so. Weil ich sonst Schwierigkeiten habe, mich zu sehen. Wie viel haben wir denn mittlerweile auf dem Konto? Über eine halbe Million. So, die fahren wir natürlich weiter mit 100%, die Route. Dann fahren wir die kurz nochmal, weil ich bisher weiter in die Haltestelle aufhört. Langwieriger Prozess gerade. Ich werde das gleich ein bisschen abkürzen. Geh weg! Ich werde das jetzt gleich ein bisschen abkürzen, weil sonst wird das zu lange. Immer wieder die gleiche Route zu fahren und alles, das ist ein bisschen blöde. Ich werde jetzt nochmal zur Römerstraße fahren, dann werde ich die Pieskogelstraße fahren, dann werde ich wieder Römerstraße springen und so weiter und so fort. Das ist dann einfacher, als wenn ich dann jedes Mal... ...die Route fahre. Weil ich will auch gerne jetzt einfach Feierabend machen. Ich will jetzt immer noch in Ruhe Richtung Couch, Bett, etc. Sehe es hier nach. Ich habe die Nacht wirklich nur bis 2 Uhr knapp oder 1:30 geschlafen. Ich bin immer müde. Und ja. Aber wir versuchen es auch um die Reifen zu fahren. Und nein, ich bin nicht betrunken. Ich fahre wirklich so scheiße. Jetzt gerade zumindest. Römerstraße. Hallo. So. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja, dann geh. Ich glaube, sie blockieren die Tür. Ach, schon wieder einer. Ey, wie muss das jetzt hier nochmal auf dieser Route sein, dass mir da irgendwie einer blockiert? Die Tür blockiert. Danke. So. Jetzt muss ich den Typen da auf die Fresse hauen. Oder der Dame. Ja, ich hab's Wochenende auch frei. Da freue ich mich auch drüber. Bin ziemlich happy. So, next stop ist hier. Die Peace Coke Grange. Ja, ich werde dann immer wieder zur Römerstraße springen. Ich fahre die Route jetzt nicht nochmal, 1000 Mal. Wie gesagt, das sind mir. Seht es mir bitte nach. Also das hat jetzt nichts mit meiner Müdigkeit zu tun. Das hat jetzt einfach damit zu tun, dass ich einfach
Das war ein bisschen sehr eintönig gerade. Für ein bisschen öde, für jetzt wirklich immer die ganze Zeit diese Route zu fahren. Die wirklich nur... Geht doch weg. So. Ja, und einfach... Ich will dann einfach auch mal nur noch. So, nächstes Stop. Nächstes Stop ist hier. Da, wie gesagt, Pizco Revenge. Warum man die nicht auf die andere Seite macht, einfach praktisch verstehe ich manchmal nicht. Ja. Das ist jetzt ein bisschen blöd, das ist immer wie gesagt eintönig. Du denn die Haltestelle gebaut? Ach so, ja, ich muss ja die Haltestelle. Ah, okay. Die sehen wir wieder hier hin. Ich wundere mich gerade, warum die Haltestelle da so weit weg, warum das ganze Ding so weit weg ist. Genau das meine ich. Der hat sich jetzt wieder auch von der anderen Seite reingedrängt. Also, liebe Spieler, müsst ihr euch mal entscheiden, ob ihr jetzt hier Vorfahrt habt, ob ich jetzt Vorfahrt oder der Vorfahrt dran. Rein theoretisch, und ich kann Schilder lesen, müsste ich innerhalb vom Kreisverkehr Vorfahrt haben. So. So, ich schiffe mal wieder zum Kreis. Ich schiffe wieder zur Römerstraße. Mal kurz. So. Aber dort brauche ich nicht. Dieses. Willst du mich faxen? Willst du mich gerade faxen? Ich hätte runter auswählen sollen, ne? Warte mal kurz, ich muss auf Arbeit sein. Ich bin falsch gesprungen. Falsch gegangen. Hier ist die Haltestelle, ne? Ja. Ja, Alter, lass doch nicht mehr auf der Branche stehen. So, jetzt so. Pech. Viel Spaß. Das werden wir jetzt immer wieder machen, weil so geht's schneller. Geht doch mal weiter da jetzt, ey. Zack, 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 hopp, 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 hopp. Und ja, wenn ihr sowas als Busfahrer macht, in Wirklichkeit, macht das in der Prüfung, seid dann die Prüfung los. So, ich habe nämlich vor einiger Folgen mal... Warte mal. Bist du das? Bist du da ein bisschen schlafen hier? Hier, bitte. Nee, du bist es nicht. Bist du der Fahrplan? Bist du schlafen? Wo ist die Schlafmütze? Ach, hier hinter mir. Ich habe euch vor einiger Folgen, letzte Folge, vorletzte Folge mal die Geschichte von meinem Fahrlehrer erzählt. Also der da eine der Prüfungen hatte, der einen Fahrer, einen älteren Herrn, auf ein Fahrrad, der gerufen hat, Fahrschüler-Opa. Wo ihr direkt instant die Prüfung vorbei ist, geistig nicht geeignet. So wie gesagt, so lustig solche Sprüche gerne klingen. Das hier ist ein Let's Play, das ist vollkommen egal. Jetzt wird's wieder laut. Fahrt weiter. Ernsthaft! Das hätte ich doch gezählt, dass ich da jetzt irgendwelche Leute angefahren habe. Ja, blöd, was.
Also wie gesagt, wir sind immer noch dran, diese Haltestelle hier wegzuräumen. Also du fährst hier rechts runter. Und ich kenne Leute, ich habe es schon live erlebt. Und die haben genau das gleiche gemacht wie er jetzt hier. Und sind dann noch links rüber gezogen. Die haben mich rechts über die Abbiegerspur überholt, über die Rechtsabbiegerspur überholt, sind dann noch rüber gezogen vor mich vor die Nase. Aber solche Dinge habe ich dann schon. Lass mich in Ruhe. Ich bin müde. Ich kann meine Fahrkarte nirgends finden. Und dann frage ich mich auch, mit was sind für Leute unterwegs? Ich habe heute tatsächlich einen gehabt. Da bin ich um eine Rechtskurve gefahren. Die Rechtskurve hat außen eine durchgezogene Linie. Die Sophia jetzt, ne? So, rücken wir wieder zur Römerstraße. Das wäre doch. So. Außenrum über eine durchgezogen. Was soll eine Bushaltestelle ohne Bus? Gar nicht. Ey, da frage ich mich auch, was sind das für Leute? Und dann ohne Blicke raus. Ich habe noch im Spiegel gesehen, ich habe mir gerechnet, dass jetzt, weil er schon ziemlich nah aufgefallen hat, der wird ja jetzt instant wieder hier vorbeigehen. Zack, geht da auch über die Außenbahn. Geht da außen vor. Ich fahre übrigens selber. Ja, jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Kohle auf der Hand, ne? Mittlerweile. Ey, und weiß ich nicht. Ich frage mich sowieso, was manche Leute gefühlt geraucht haben vom Fahren. Weil anders kann ich manche Entscheidungen, die ich so vor mir verstehe, nicht überhaupt. Wieso überhole ich einen Linienbus, der 12 Meter lang ist und eine Rechtskurve, durchgezogene Linie, außen durch? Warum mache ich sowas? Und dann noch ohne Blinker. Also das kann ich nicht. Kann ich nicht so nachvollziehen. Sehr gut, wie dem auch sei. Es ist halt so, manchmal Leute so leider kaputt und gucken. Und ja, das ist übrigens gerade nebenbei irgendwelche Erdnüsse. Das sind wirklich nur Erdnüsse. Es liegt auch so ein bisschen an der Langwierigkeit der Folge. Weil es halt für mich persönlich gerade ein bisschen langweilig ist. So, wieder mal. Gestern sind meine Enkel mit mir zum Durchschnitt gegangen. Okay. So, dann fahren wir mal so raus. Na, zur Peace Grid, ihr kennt das ja mittlerweile. Die sollte jetzt auch schon wieder 4 sein. Dann fahren wir so ein, zwei Mal, die machen das ganze Ding. Und dann haben wir sie. Auf 5. So, dann spielen wir das Spielchen wieder rüber. Römerstraße. So, die brauchen wir jetzt ja nicht. Wir werden es jetzt immer wieder machen müssen, um das ganze Ding ein bisschen abzuköpfen. So, ich muss mal kurz eure Vordertür aufmachen, weil ich muss jetzt ein bisschen, muss mal wieder rüber auf die andere Straßenseite. Weil ich muss ja meinen Bus wieder anfordern. So. Wir kommen auf 4 Minuten lang. Willst du fahren? Oder kontrollierst du nur die Fahrkarten? Nee, ich fahr selber. Aber ich mach das jetzt anders. Ich falte dich da außen rum. Ich drehe jetzt hier. Um das ganze Ding ein bisschen zu beschleunigen.
Oh, das ist schon der Kollege. Hast du auf der Mautner ein? Die Besitzer haben gerade ihr erstes Kind bekommen. Also es dauert, ist jetzt halt einfach ein bisschen blöde. Ah, das ist meine Haltestelle. Der Wagensteine. Geist? Ich stehe mitten auf der Straße und du kommst auf die Idee, alles zu steigen. So, da machen wir das doch mal. Dann fahren wir da mal wieder Türchen zu und weiter geht die Reise. So. Lauter rechts. Achso, das wollte ich auch nebenbei vergessen, die Map Extension, die ich uns gekauft habe. Die ist für das 18er. Die ist mal für das Spiel gewesen. Ärgere mich gerade, ich hatte mich Bock auf das DLC. Ich wollte das unbedingt machen. Andere Frage. Es gibt jetzt Sammelobjekte. Viele Sammelobjekte im Spiel noch. Wollen wir die mal abfahren? Klar, dachte ich, das könnte ein bisschen so langweilig werden. So. Ihr kennt das Spiel schon? Wir sind voll der Römerstraße. Ich steck mal aus, ich gehe mal wieder rüber. Elf. Ich sehe doch, der muss doch schon auf der richtigen Stelle. Ja. Du genau. Willst du fahren? Ja. Oder kontrollierst du nur die Fahrkarten? Ah, das wird jetzt pissen, ne? Bei Hallo Katja gibt es hübsche Dirndl. Komm, das war keine Bäckerei, da war gesagt hat. So, bin ich jetzt nicht richtig? Okay. Ja. Ich war schon mal im Bus richtig. Ich muss den Kreisverkehr. Ja. Doch, bin richtig. Alles gut. So. Ich hoffe, dass ich jetzt noch ein, zwei Mal machen muss und dann bin ich durch. Dann hätten wir die Mission abgeschlossen. Und dann hoffe ich, dass wir. Ja, noch mal eine relativ einfache nächste Mission haben. Sollte das eine Mission sein, wo ich relativ easy die Schiene nicht schaffe. Wie ich vor zwei Folgen, wo ich dann 4 Zartage erreichen musste, die wir alles zusammenbauen konnten. Dann machen wir das noch. Sollte das aber jetzt wieder so ein langwieriges Ding werden, mit Werte die und die Haltestelle auf und fahre irgendwas in x Minuten. Was jetzt über 20 ist, 30 ist, fahre ich nicht mehr. So, halt schon aufgebaut, Mission ist geschafft. Bam. Du hast meine Erwartungen übertroffen. Die Leute lieben die Nachtbusse und der Tourismusboom. Gut gemacht. Ich freue mich schon darauf, in Zukunft wieder mit dir zusammenzuarbeiten. Alles klar. Bleibt mir nur übrig, Danke zu sagen. Ciao. Oh, wir haben eine neue Mission. Nachleben. Ich habe noch nie so viele Leute an der Flusspromenade spazieren gesehen. Jetzt ist der beste Zeitpunkt, um sich um das Nachleben der Stadt zu kümmern. Das alte Sägewerk hat sich zu einer populären Event-Location entwickelt. Wir
gerne diese Beliebtheit nutzen, um das Nachtleben der Stadt zu verbessern. Eine Route, die das alte Sägewerk mit dem ZOB, dem Hauptbahnhof und einigen Stationen am Ring verbindet, klingt nach einem guten Anfang. Oh, bitte stelle auch sicher, dass die Leute mit dem Bus von einer Location zur anderen und auch nach Hause kommen können. Alles klar. Also, Zahltag, kein Problem. Das können wir aber nachfahren. Aber die werden wir nicht heute fahren. Weil, wir haben da eine Route dabei oder von 35 Minuten. Das müssen wir dann doch in der nächsten Runde machen, nächsten Folge machen. Das wird auch wieder so ein zweiteiliges Ding. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder beim Busimulator 21. Und dann geht's für uns ins Nachtleben. Bis dann. Tschüss.